Okay. Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal ist das, heißt das Spiel Kom Puzzle. Der magische Torus. Das war auf einer Diskette vom Markentechnik Verlag, 64er Magazin. So, es soll eine 8-Denkspiel sein. Mal gucken, wie das jetzt genau aussieht. Ach so, muss ich einen Knopf drücken? Okay. Aha. Oh, Moment. Ach so. Ja, da braucht man ein bisschen Fantasie für. Also das soll jetzt so ein Gebilde sein, wie man das anfangs gesehen hat. Im Titelbild. So eine 8. Ja, ihr kennt das Spiel Halo, ne? So wie diese Welt da aussah im Spiel Halo. So ungefähr soll das Gebilde sein. Und da soll man jetzt hier irgendwie. Oder Moment, nee, kann man. Hä? F1-Menü. Ach so. Okay. Okay, Spielfeld verdrehen. Ach, man kann auch speichern. Das ist ja schon mal gut. Macht man jetzt mal eben zufällig. Lass mal zufällig verdrehen. Ja. Und jetzt soll ich es wieder hier gerade. Das ist jetzt eigentlich noch gar nicht so viel, was hier verdreht wurde, aber so irgendwie. Okay. Ach, naja. So von der Steuerung her ist das. Ja! Gewonnen. Mit 10 Zügen zurückgedreht. Das war ja bei Level noch nicht allzu schwer. Versuchen Sie ein höheres Level. Ja. Okay, gut. Ach so. Ach so, okay. Ja, ist in Ordnung. Was? Okay. Eins nochmal eben. Level ändern. Level 1. Ich versuch's mal Level 1. Tast ich mich mal hier so langsam ran. So, mal gucken. Oh, das ist schon ein bisschen mehr. Eieiei. Ich glaube, ich muss hier zuerst. Und dann da. Und, ja, was war dann? Was kam dann? Was kam dann? Ich meine hier. Oder? Ja. Und wo war es denn? Eigentlich nur alles wieder rückwärts, was verdreht wurde. Ja, das ist so wie eine 8 übergroßer Zauberwürfel. Kennt ihr den vielleicht noch? Ja. Ja. Ja, das ist hier auch schon, da muss ich jetzt sagen, ist schon recht kompliziert hier. Oh, nee, Moment. Halt. Nein, 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 warte. Ah, Mist. Mist. Nee, das ist es schon mal nicht. Und schon weiß ich nicht mehr weiter. Oh, Kacke. Das sagt dann Hilfe, die Hilfefunktion. Nochmal Hilfe. Hä? Ja, das ist mir schon klar, dass das so aussehen soll.
Das ist keine große Hilfe. Ja, Mann. Nee. Das ist jetzt so ein Spiel da. Da weiß ich jetzt schon wieder nicht weiter. Und ich habe auch nicht so die Idee. Es ist von der Machart her, ist das schon interessant. Ist mal was anderes. Zauberwürfel, ein paar Stufen größer. Ja. Aber ich muss sagen, ich gucke mal auf Informationen. Aha, mit Pascal 1.4 ist das programmiert. Interessant. Aha. Und da kann man auch, ach, das, naja, so ein bisschen Werbung, ne, für das Buch über Pascal-Programmierung. Ich glaube nicht, dass es das Buch jetzt noch gibt. Gebraucht höchstens. Und dann kostet es auch keine 52 Mark. Also irgendwas in Euro wahrscheinlich, ne? Ja, gut, okay. Interessant. Ja. Spiel beenden. Ja, also ich muss schon sagen, es ist ein Spiel, das ganz interessant ist. Es ist ein bisschen was zum Rumtüfteln, rumprobieren. Also nee, es ist nicht ganz so mein Ding. Aber ich merke schon, es ist ganz gut gemacht. Und ja, wenn man jetzt irgendwie Lust hat und Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist es bestimmt sehr spaßig. Aber das ist jetzt bei mir jetzt gerade nicht der Fall. Trotzdem ist es ein Spiel, das man durchaus empfehlen kann, wenn man jetzt gerade solche Spiele mag. Naja. Okay, mal gucken, wie das nächste Spiel ist. Also bis dahin. Tschüss. Ach so. Das geht nicht. Er ist ja ein Pascal, ja, klar. Okay, damit wäre es geklärt. Okay, jetzt aber wirklich Tschüss.